Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video Aufgabe 2 auf Übungsblatt 2 an. Und das ist eben der Mars Rover. Und hier steht schon, das Ganze ist optional, schwierig und langwierig. Deswegen kann dieses Video auch etwas länger dauern. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen mal, was wir hier machen sollen. Wir sollen eben auf einem Rasterfeld, das durch ein zweidimensionales Array repräsentiert ist, ein Rover Mars-Auto bewegen. Und wir sollen eben hier selber recherchieren, wie wir dieses zweidimensionale Array initialisieren sollen. Und der eigentliche Typ, den dieses zweidimensionale Array kapselt, ist eben eine eigene Klasse, die für das Feld stehen soll. Dem Rover wird eben bei Programmstart auf dem Rasterfeld eine Position festgelegt und die Blickrichtung, in die er schaut. Und man soll den Rover dann über Kommandos bewegen lassen, die letztendlich von der Tastatur ausgelöst werden. Und es schaut eben so aus, dass er sich vorwärts und rückwärts bewegen kann und nach links und rechts drehen. Also beim Wenden wird seine Position nicht verändert, aber sozusagen seine Blickrichtung. So, dann sollen wir dieses zweidimensionale Array natürlich auch noch auf der Konsole ausgeben. Und über diesen Link hier können wir uns eben die ASCII-Zeichen, die auf der Konsole möglich sind, das ist die sogenannte Page 437, genau. Und hier sehen wir eben, dass hier verschiedene Sachen möglich sind. Hier haben wir zum Beispiel diese Pfeile, die ich schon auch hier im Text erwähnt habe. Das sind diese ASCII-Zeichen 24 bis 27. Das sind diese Pfeile, die wir verwenden können. 176 wäre eben ein schraffierter Hintergrund. Und das Ganze könnte dann letztendlich beispielsweise so aussehen, wie ich das hier eingezeichnet habe. Dann sollen wir selber recherchieren, wie wir die System Console Klasse einsetzen können, damit wir eben eine Game Loop, eine Spielschleife erstellen, in der immer wieder diese folgenden drei Sachen gemacht werden. Wir zeichnen einmal den aktuellen Status des Arrays inklusive Rover und gegebenenfalls die Hindernisse, die dann noch dazukommen. Dann sollen wir eine Aktion vom Spieler abfragen und dann den Status des Spiels anhand eben der Eingabe ändern. Und diese drei Schritte werden immer wieder in der sogenannten Game Loop eben durchgeführt. Und wir haben noch einen zweiten Link hier zu sehen, der sagt eben nochmal ein paar interessante Sachen aus. Das Wichtigste, was wir hier haben, also er beschäftigt sich quasi mit Konsolenspielen, die in C-Sharp geschrieben werden, dieser Artikel. Und was am interessantesten ist, ist eben hier dieser Abschnitt, wenn man das gelesen hat. Hier steht eben drin, wie man diese Characters von Unicode Page 437 bekommt. Und das ist anscheinend hier diese Zeile hier, wenn man da mal den Code beim Durchlesen ein bisschen genauer anschaut. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Ich möchte nur kurz skizzieren, wie die Klassen miteinander interagieren sollen. Und das zeige ich mal in diesem Diagramm hier. Also, ich habe den Rover und der Rover, der soll dieses Feld letztendlich kennen, oder ich programmiere in dieser Aufgabe auf Englisch, weil sie schwierig ist, dann möchte ich auch quasi ungefähr die Voraussetzungen haben, die man beim Produktionscode letztendlich hat. Und wenn wir hier das mal andocken, dann möchte ich quasi, dass sowohl der Rover die Field Arrays kennt, also das hier sind quasi dieser zweidimensionale Array, den ich letztendlich meine. Aber wenn wir hier eben den Begin-Arrow-Type auf 4 setzen, das Feld soll auch wissen, ob auf ihm der Rover steht oder nicht. Das ist zumindest mal die erste Überlegung, die ich haben möchte. Was ich dann brauche, ist natürlich auch noch eine sogenannte Game Loop. Das wäre für mich eine weitere Klasse, in der es einfach eine Run-Methode definiert und da ist definiert, was in der Game Loop alles passieren soll. Also letztendlich werde ich dann noch einen Console-Renderer bauen. Der ist quasi, der kennt ebenfalls das Feld
Und wenn wir schon dabei sind, die Game Loop muss natürlich den Console Renderer kennen. Und der ist quasi dafür zuständig, dass das Feld, oder besser gesagt der zweidimensionale Array aus Feldern eben auf der Konsole jeweils gerendert, auf Deutsch heißt es einfach zeichnen, dass er eben dafür zuständig ist. Und dann habe ich noch eine andere Klasse, wo setze ich die denn am besten hin? Vielleicht hier drüben. Schieben wir das Ganze mal ein bisschen nach rechts. Machen wir das mal so ungefähr. Die Game Loop kennt eben auch noch, wie nennen wir das, irgendwie einen Input Manager. Und der ist dafür zuständig, dass er eben Informationen vom Nutzer entgegennimmt, also quasi einmal einen Key einliest. Und der Input Manager kennt wiederum den Rover, sodass, oder ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber im Prinzip ungefähr nach diesem Motto, dass eben der Input Manager dafür zuständig ist, dass er einen Key entgegennimmt und darüber den Rover steuert. Ich nehme hier an, dass ich hier noch das Command Pattern dazwischen klemme. Also wahrscheinlich wird es eher so sein, dass wir hier eben noch Commands haben. Und diese Commands können den Rover steuern und der Input Manager wird sozusagen immer einen Key einlesen und dann ein entsprechendes Kommando raussuchen und dieses dann einfach ausführen. Und das Kommando sorgt eben dafür, dass der Rover sich eben dreht oder dass er eben vorwärts oder rückwärts geht. Also so ungefähr stelle ich mir das Modell vor, das ich jetzt in Klassen abbilden werde. Und dann steigen wir doch jetzt mal direkt rüber in den Code und erstellen hier natürlich ein neues Projekt. Das ist eben eine Konsolenapplikation und wir nennen das Übung 2, Aufgabe 2. So. Und setzen das als Startup-Projekt. Ja, und das Erste, was man macht, ist eben das Modell, was ich mir gerade überlegt habe, das versuche ich jetzt einfach mal umzusetzen. Also ich baue eine Klasse Rover. Und der Rover soll irgendwie diesen zweidimensionalen Array aus Fields kennen. Also ich mache hier noch einen Konstruktor dazu. Ich mache es noch etwas größer, damit man es etwas besser sieht im Video. Also der soll hier irgendwie eine Klasse Field kennen. Nein, bitte nicht automatisch vervollständigen. Das ist ein zweidimensionaler Array, wie man hier sehen kann. Und das nennen wir eben das Grid. Und das soll er auf jeden Fall mal kennen. Dann erstellen wir gleich diese Klasse Field noch dazu. Die machen wir public natürlich. Faustregel bei uns ist ja immer alles public. Wir haben eigentlich niemals den Fall, dass wir uns überlegen müssten, dass wir eine Klasse mal internal machen müssen. Okay, auf was ist jetzt hier quasi dieses Field getrimmt? Also ein Field sollte zumindest mal wissen, an welcher Stelle es in diesem zweidimensionalen Array steht. Das heißt, auch hier mache ich einen Konstruktor und hier mache ich eben eine X-Position und eine Y-Position für eben X- und Y-Koordinate und die weise ich einfach hier über Code-Generierung, über den Resharper, das den entsprechenden Feldern zu. Ich mache jetzt noch keine Guard-Clauses. Müsste man eigentlich, wenn man es genau nimmt, noch machen. So, und dieses Field soll auch wissen, ob auf ihm der Rover steht. Deswegen mache ich hier, das wollte ich nicht, mache ich hier einen Getter. Achso, Verzeihung, da habe ich natürlich noch was vergessen. Den Bezeichner der Eigenschaft. So, und hier kann man jetzt eben sagen, ist der Rover auf diesem Feld oder nicht. Und für dieses Handling ist eigentlich wiederum der Rover selbst zuständig. Also wir haben jetzt schon mal das gebaut, die Rover-Klasse mal ganz grob und die Field-Klasse. Und wir instanziieren letztendlich dann eben die Field-Objekte in einem zweidimensionalen Array, das dann eben der Rover nutzt als eben dieses Grid.
Okay, dann überlege ich mir schon mal, was soll denn der Rover eigentlich können? Also er muss erstens mal auf irgendeinem Field drauf sein. Ich würde sagen, wir geben ihm einfach auch eine X-Position und eine Y-Position. Und erstellen dazu ebenfalls Felder. Die dürfen aber nicht read-only sein, weil er soll ja fahren können. Das heißt, auch nach seiner Initialisierung müssen wir diese Werte verändern können. Und dann machen wir vielleicht hier diese Sachen noch read-only, damit Nutzer unseres Rovers eben hier lesend auf diese Felder zugreifen können über diese Eigenschaften hier. Okay, was brauche ich noch? Irgendwie eine Blickrichtung für den Rover, die habe ich jetzt noch nicht. Also er steht jetzt wahrscheinlich schon mal, wenn ich ihn initialisiert habe, irgendwo auf diesem Feld. Aber machen tue ich hier jetzt noch nichts mit ihm, deswegen mache ich einen neuen Typ, die sogenannte Looking Direction. Und hier erstelle ich mir jetzt keine Klasse, sondern eine sogenannte Enumeration. Und auch hier mache ich bloß einen Getter, weil der Rover für seine Looking Direction selber zuständig ist. Die darf nicht einfach von außen gesetzt werden. Und auch die lasse ich mir hier über den Konstruktor mitgeben. Also ich kriege, wenn ich den Rover initialisiere, eben das Grid, auf dem er fährt. Den X-Wert des Feldes, wo er steht, Y-Position, wo er steht und eben die Blickrichtung, in die er dann gerade schaut. Und damit sollten wir eigentlich ziemlich genau das haben, was er tun können soll. Ich schiebe ihn jetzt auch mal in eine eigene Datei. Und ich mache weiter, indem ich jetzt eben mir mal definiere, was soll ich denn eigentlich mit diesem Rover alles machen können. Also, ich möchte bitte vorwärts fahren. Also nenne ich das hier Move Forward. Das ist eine Methode. Dann habe ich hier ein Move Backward natürlich. Dann habe ich hier ein Turn Left, damit ich mich nach links wenden kann. Und ich habe hier, habe ich das Void vergessen. So. Und hier habe ich eben ein Turn Right. Okay, also das sind ungefähr die Sachen, die ich machen muss. Und dann schauen wir jetzt uns als nächstes diese Enumeration an. Eine Enumeration ist einfach eine sozusagen ein Zusammenhang von Konstanten, die thematisch zusammengehören. Und in diesem Punkt wäre hier jetzt eben Looking Direction North, East, South und West angebracht. Und wir sehen hier eben, dass es innerhalb dieser Enumeration, die haben übrigens nichts mit Collection und Enumerable of T zu tun, wer da in Versuchung kommt, das zu denken. Wir haben hier einfach bloß die Konstanten Norden, Osten, Süden, Westen und das sind eben die Blickrichtungen, von denen der Rover jeweils eine haben kann. So, und den Rest lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist. Und überlegt mir die restlichen Klassen. Also was ich auf jeden Fall noch machen muss, ist hier diese vier Methoden auf jeden Fall implementieren, damit ich den Rover bewegen kann. Aber das machen wir erst demnächst. Wir schauen nochmal in Program zurück und lagern ebenfalls die Field-Klasse aus. Die muss man natürlich irgendwie lesen können.
diese Sachen, sonst macht es nicht viel Sinn, dass ich mir hier diese Infos halte. So, und was ich als nächstes bauen möchte, ist eben dieser Console Renderer oder die Game Loop an sich. Also ich baue mir eine neue Klasse, die heißt eben Game Loop. Und hier mache ich mir eine Run-Methode. Und wir haben ja gesagt, die läuft unendlich lang, diese Methode. So, und was ich hier haben möchte, ist eben irgendwie diesen Renderer, damit ich hier eben Sachen ausgeben kann. Also baue ich mir eine Klasse ConsoleRenderer. Und der hat eben eine Methode RenderField oder RenderGrid, können wir das auch nennen. Also muss auch dieser Renderer eben das Grid kennen, das wir haben. Dann machen wir hier einen zweidimensionalen Array mit diesem Grid. Und das hält er sich in einem Feld fest. So, und diese Methode, oder nee, die ganze Klasse, die schiebt man natürlich gleich mal in eine eigene Datei. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir dieses Grid angehen. Wir haben sozusagen, wie soll man das denn am besten beschreiben? Also wir haben ja dieses Feld und um dieses Feld würde ich gern noch einen sozusagen wie hier in dieser Aufgabe gezeigt, so eine Art Rand zeichnen. Auf Englisch Border nennt sich das. Das heißt, ich würde quasi anfangen, dass ich erstmal hier n plus 2 Zeichen als Border quer mache. Hier habe ich dann eben diese genau n Zeichen, die dieser zweidimensionale Array breit ist. Und jeweils davor und danach kommt auch noch ein Border-Zeichen. Und das mache ich eben so lange, bis ich alle Reihen dieses Arrays gezeichnet habe. Und wenn ich die letzte gezeichnet habe, dann schließe ich einfach nochmal mit n plus 2 Border-Elementen unterhalb einfach ab. Und dann schauen wir mal, dass wir das ungefähr so abbilden können. Also wir fangen mal an. Wenn wir davon ausgehen, dann wäre das quasi y und das ist x. Ja, also wenn wir das genauso rendern möchten, dann würden wir ja sagen, dass der erste Array, das wären ja sozusagen immer diese vordersten Elemente hier, das wäre sozusagen der Array, der die anderen Arrays, diese Reihen dann sozusagen enthält. Und deswegen würde ich sagen, dass hier die vordere Dimension entspricht der Y-Achse und diese zweite der X-Achse. Okay, dann muss ich mir erstmal überlegen, wie groß ein solcher Array ist. Das heißt, ich bräuchte auch überhaupt erstmal Character für die Border. Ich mache das hier mal mit char. Das sind hier eben der Border Character. Den mache ich mal konstant. Was mache ich da? Vielleicht so ein Sternchen. Achso, hier muss ich natürlich die einfachen Anführungszeichen angeben, sonst wäre es ja ein String. Und wenn ich hier jetzt eben all das zeichnen möchte, dann mache ich eben erstmal beim Grid, gehe ich zum Beispiel an den ersten Array und gucke mal, wie lang der ist und sage, dass ich diesen Wert plus 2 möchte. Und hier sage ich dann einfach console.write diesen Border Character. Und was ich hier mache, ist eigentlich die
Das ist eben Render Top Border. Also hier zeichne ich diesen obersten Rand von meinem Spielfeld. So, und dann gehe ich jetzt erst selber ins Spielfeld rein. Render Grid ist jetzt dieser Abschnitt. Das heißt, ich laufe jetzt durch dieses Grid wirklich durch. Ich glaube, hier können wir sogar die For-Each-Schleife einfach benutzen. Wir gehen hier einfach ins Grid. Und das ist eben der Inner Array. Wir haben ja einen zweidimensionalen Array hier. So, und jetzt bin ich quasi innerhalb einer solchen Reihe. Und ich muss dann nochmal innerhalb dieser For-Each-Schleife eine andere For-Each-Schleife schachteln, damit ich quasi jetzt dann über diesen inneren Array, das sind ja auch einzelne Stellen letztendlich, auf die einzelnen Elemente hier zugreifen kann. Also das Erste, was ich aber mal mache, ist, dass ich hier den Border-Character nochmal anbringe. Hier habe ich ein console.writeLine vergessen, damit ich die Zeile abschließe, die ich hier sozusagen mit diesem Write angefangen habe. So, und das ist eben die Left Border. Und dann render all fields of this row. Ich fange hier jetzt eben an, durch diesen inneren Array zu laufen, und hier bekomme ich dann tatsächlich Fields zurück. Also wenn wir hier nochmal genau den Typ anschauen, das ist vielleicht interessant, das ist ein Field Array natürlich, und hier bekommen wir jetzt einzelne Fields. So, und dann muss ich eben gucken, was ist denn das für ein Feld? Wir haben letztendlich drei Möglichkeiten. Entweder es ist gar nichts drauf, oder es soll irgendwann mal der Rover draufstehen, das wäre dieser Fall. Oder als weiteres haben wir, ist das Ganze hier ein Hindernis oder nicht? Das heißt, das sollte ich vielleicht auch noch auf Field definieren. Es gibt hier eine Möglichkeit, dass wir sagen, ein Boolean is obstacle. Obstacle ist einfach Hindernis auf Deutsch. Okay. Schauen wir nochmal in den Renderer zurück. Und da wir hier schon relativ viel in dieser Funktion tun, das mache ich noch explizit private, damit wir sehen, dass das wirklich private ist, möchte ich jetzt eben dieses Field rendern in eine eigene Methode auslagern. Das ist eben hier render field. Und der übergeben wir eben dieses Field direkt. Create Method, genau. So. So, also hier werde ich mich später darum kümmern, was passiert, wenn wir das Field rendern. So, und wenn ich hier eben alle Felder durch habe, dann schließe ich noch diese Zeile ab, damit dann eben, ach nee, ich möchte ja noch die Write Border machen. Die habe ich jetzt ganz vergessen, fast. Also ich mache hier auch ein Console Write Line Border Character und dann Jump to Next Row. Hier wird dann eben die Zeile abgeschlossen. Das heißt, wir wären dann hier hinten nach diesem rechten Teil und fangen dann eben den neuen Schleifendurchlauf in einer neuen Zeile an. Okay. Dann haben wir schon mal das Grobe, wie das Grid gerendert werden kann. Also das wollte ich eigentlich public machen, ne? Weil wir möchten das ja aufrufen in unserer Game Loop. So, und jetzt muss ich eben gucken, ist dieses Field der Rover? Ist der ungleich 0? Dann muss ich eben den Rover rendern. Das ist auch etwas komplizierter, weil ich muss ja erstmal gucken, in welche Richtung schaut er hin. Deswegen werde ich hier jetzt eben
das in eine eigene Methode auslagern. Und dieser Methode gebe ich eben den Rover mit. Und wenn ich den Rover gerendert habe, passt alles, dann kann ich sofort den Return machen. Ansonsten muss ich gucken, ist dieses Field, ist das ein Obstacle? Dann muss ich eben ein Obstacle rendern. Das wäre eben ein console.write mit einem Obstacle Character. Und diesen erstellen wir uns genauso hier oben als private constant char obstacle character. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier initialisieren, weil jetzt müssen wir uns tatsächlich mal hier um diese Codepage kümmern und uns überlegen, was könnten wir denn für als Obstacle nehmen. Da wird mir spontan diese 219 hier in den Blick fallen, dieses solid, dieses Viereck. Und dann müssen wir uns mal anschauen, wie hier eben der Code ist, damit wir an diese einzelnen Chars rankommen. Also, er läuft mit einem Byte an eine bestimmte Stelle und ruft dann eben Encoding, Get Encoding, das ist eben dann diese Page, aber da werden eben nur Bytes drin sein. Und hier müssen wir Get Chars aufrufen und hier einen Byte Array übergeben. Und hier macht er immer bloß ein einzelnes Byte rein. Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ich glaube, das werde ich in eine eigene Klasse auslagern, weil das ein bisschen mehr Code ist, als dass wir es hier einfach in einer Zeile machen könnten. Wir machen hier eben Console Characters, die Klasse, nenne ich sie jetzt mal, wenn wir. Also, wenn Ihnen spontan bei Klassennamen nichts einfällt, geben Sie ihnen einfach irgendeinen Namen. Wenn Sie die Klasse schreiben und dann nach und nach sehen, welche Funktionalität sie eigentlich erfüllt, dann kriegt man meistens schnell ein Gespür dafür, ach, da wäre doch dieser Name passend. Und dann kann man immer noch danach sagen, okay, ich nehme jetzt diesen hier wieder weg. Okay. Das heißt, wir würden jetzt eben sagen, wir schreiben hier mal einen Konstruktor und innerhalb dieses Konstruktors hole ich mir mal dieses Encoding und sage hier jetzt eben getPage war das, glaube ich, oder? Nee, das muss ich nochmal kurz spicken hier bei dieser Page. Das war Encoding Get Encoding 437. Okay. Get Encoding, das ist dann eben diese Page, die wir dann bekommen. Hier steht es auch im Tooltip. Und hier gibt es eine Methode Get Chars. Dann gucken wir mal, was es hier für Überladungen gibt. Wir können hier eben ein Byte Array angeben. Decodes all the bytes in the specified byte array into a set of characters. Okay. Und ich nehme jetzt mal an, dass es einfach diese 255 möglichen Bytes sind, die hier eben möglich sind, über diese Codepage eben anzusteuern. Okay, also dann baue ich mir ein Byte Array zusammen. Das sind die Encoding Bytes. Hier mache ich mir eben einen neuen Byte Array. Der soll so groß sein, wie Byte nur möglich ist. Also hier gebe ich den Max Value einfach an und sage eben dann in einer Vorschleife Byte.MaxValue, dass Encoding Bytes von i eben gleich i ist. So, wo ist jetzt noch das Problem? Ach ja, weil wir hier int haben. Wir möchten natürlich hier byte haben. Genau, also ich habe jetzt letztendlich in diesen
vier Zeilen nichts anderes gemacht, außer eben einen neuen Byte Array initialisiert und an diesem Byte Array eben an Stelle 0 die 0 geschrieben, an Stelle 1 die 1, an Stelle 2 die 2, an Stelle 3 die 3 und so weiter. Dass eben an der jeweiligen Stelle die jeweilige Nummer steht. Und ich sage hier, bitte gib mir diese Encoding Bytes. So. Und das werde ich mir jetzt irgendwo speichern müssen, am besten. Und dazu werde ich wahrscheinlich mir eine Variable erstellen, weil ich kriege ja hier einen Char Array zurück. Entschuldigung, ein Feld will ich natürlich haben. Characters, also das ist natürlich ein Char Array. Characters of page 437. Und die weise ich hier eben zu. Ist gleich. Und benenne die natürlich noch ordentlich nach dem Coding-Standard. Okay. Was ich dann noch machen werde, damit es ein bisschen besser ausschaut, ist, dass ich hier noch eine Methode bereitstelle, die eben heißt, du kriegst hier einen Char zurück und der heißt eben getCharacter of page 437. Und hier ist eben dann der Index noch mit anzugeben. Und was ich letztendlich dann mache, das könnte ich sogar als Byte machen, dann müssen wir nicht überprüfen, ob das richtig ist oder nicht. Ich sage eben hier, dass ich dann von diesem Array bloß diesen Index zurückgebe. Einmal das. So kann ich mir sozusagen diese Arrays, diese Characters aus der Page 437 holen. Und jetzt mache ich gleich noch eine zusätzliche Datenklasse, wo eben diese ganzen Character, die wir standardmäßig hier verwenden wollen, eben direkt definiert sind, dass ich hier nicht ewig diese Konstanten in der Render-Klasse auflisten möchte, sondern dass ich die einfach hier in diese Datenklasse stecke. Okay, das sind dann eben die Render Characters. Und hier machen wir wirklich bloß eben, was haben wir denn? Den Background und den Rover Up brauchen wir eben. Und eben, was haben wir noch? Den Rover Down, den Rover Right. Also das sind dann eben diese jeweiligen Pfeile, die wir verwenden wollen. Den Rover Left. Background haben wir schon. Wir brauchen, glaube ich, noch Char Obstacle, get set, und wir haben noch, fehlt noch was? Obstacle haben wir, Border brauchen wir noch, genau, das haben wir noch. So, und man kann jetzt entweder diese Klasse ganz normal initialisieren mit dem Default-Konstruktor und diese Werte selber setzen, wenn man möchte, oder wir geben dieser Klasse eben gleich eine Instanz von dieser Console-Characters-Klasse, die wir wahrscheinlich etwas anders nennen werden. Achso, das brauchen wir uns eigentlich nicht festhalten, das ist Blödsinn.
So. Ich werde diese, glaube ich, einfach Character Provider nennen, weil über, also Provider ist eben ein Bereitsteller auf Deutsch. Und letztendlich instanziere ich ja diese Klasse bloß und hole mir dann bestimmte Characters eben von dieser Codepage hier über diese Klasse direkt raus, ohne dass ich mir das großartig selber bauen müsste. Okay, dann fangen wir quasi mal an. Hier mache ich direkt mal einen Guard Clause auch mit dazu. Ne, das wollte ich nicht. Check for null. So, damit wir das auch mal gleich hier gesehen haben. Damit diese, bevor ich hier auf die Klasse zugreife, eben nicht null ist. Und wir sagen hier jetzt eben, der Background war eben dieser 176, glaube ich. Genau, der schraffierte Hintergrund. Das heißt, wir sagen Character Provider get Character 176. So, und dann hatten wir eben 24 bis 27 war Rover up, down, right, left, wenn ich mich recht entsinne. Up, down, right, left. Passt sogar in der Reihenfolge. Also Rover up ist gleich Character Provider get Character. Das war 24. Das hat nicht ganz funktioniert, so wie ich es wollte. So, und dann kopieren wir diese Sachen einfach ein paar Mal. Das ist down, right, left. Wir haben eben die 25, die 26, die 27. Das sind unsere Characters. Dann hatten wir das Obstacle. Jetzt muss ich nochmal spicken. Obstacle war 219. Und Border. Character Provider get Character. Die Border war. Ach nee, das brauchen wir ja gar nicht hier. Wir benutzen ja einfach das Sternchen. Genau. Also wir haben hier unsere Characters jetzt festgelegt und auch alle in einer Klasse zusammen. Das ist mehr oder weniger bloß eine Datenklasse, wo man eben diese Sachen abgreifen kann, aber das entschlackt wiederum unseren Renderer um einiges. Das heißt, wir nehmen das hier jetzt weg und lassen uns neben diesem Grid auch noch eben eine Instanz von Character Provider war es nicht. Render Characters heißt es. Die Klasse, die ich gerade geschrieben habe. Und auch die setze ich mir hier fest. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir natürlich auch hier die Guard Clauses, damit wir es gleich in der Form haben, wie man es eigentlich auch machen sollte. So, und jetzt haben wir hier eben keinen Border Character mehr direkt, sondern wir müssen hier auf Border zugreifen, so. Genauso hier, genauso hier. So, und wenn wir eben das ganze Grid gerendert haben, müssen wir noch die Bottom Border machen. Und das ist im Prinzip der gleiche Code wie hier oben. Das heißt, wir können diesen in eine Methode auslagern. Das heißt, wir machen hier ein Refactor und Extract Method. Und wir nennen diese Methode einfach Render Horizontal Border. Genau. Das sollte eigentlich passen. Und genau diese Funktion können wir auch jetzt hier unten aufrufen. Also ich habe mir einfach, das geht auch bei Ihnen mit Visual Studio einfach, Sie markieren einige Zeilen Code, machen einen Rechtsklick und sagen dann über Refactor Extract Method. Bei mir schaut es ein bisschen anders aus, wie gesagt, weil ich das Resharper Plugin habe, was leider kostenpflichtig ist, deswegen wird es für Sie nicht Sinn machen, das anzuschaffen. Das würde ich Ihnen auch nicht empfehlen.
Aber im Prinzip gibt es auch bei Ihnen, wenn Sie einige Zeilen Code markieren, einen Rechtsklick, dann heißt es auf Deutsch umgestalten oder eben auf Englisch refactor. Das ist meistens hier oben angesiedelt, wenn man ReSharper nicht installiert hat, und dort kann man auch ein Extract Method Refactoring machen. Und genau das habe ich hier gemacht. Aber Sie können auch einfach selber diese Methode Render Horizontal Border schreiben und kopieren dann den Code, den Sie hier oben ursprünglich stehen hatten, einfach hier mit rein. Und dann ist es auch okay. So, und was wir noch machen müssen, ist, wenn wir immer wieder rendern, dann wird ja die Konsole immer länger. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen hier ein Clear nutzen, damit die Konsole, bevor gerendert wird, bevor dieser Rendervorgang angestoßen wird, dass hier alles eben komplett leer wird. Alle Inhalte, die bereits dargestellt werden, werden jetzt hier eben weggenommen. Ja, und immer wenn dieser Rendervorgang dann neu angestoßen wird, wird eben hier die Konsole geleert und wir rendern das Neue drauf. Okay, dann haben wir jetzt hier diese Render Characters und sagen hier eben, das ist ein Obstacle und machen dann den Return. Und wenn das weder Rover noch Obstacle ist, dann machen wir einfach einen Background. Okay. Ich nenne die noch etwas anders, damit man es etwas leichter lesen kann. Das sind einfach die Characters. Und schon haben wir das Ganze. Okay, was wir jetzt noch machen müssen, ist herausfinden, welche Looking Direction der Rover hat und entsprechend dazu eben den jeweiligen Charakter zu rendern. Ja, wie machen wir das am besten? Ich glaube, über eine if-Abfrage. Wir gucken mal die Looking Direction an, wenn die eben gleich Looking Direction North ist. Und hier sieht man jetzt auch, wie man eben eine Enumeration verwendet. Die Looking Direction hat eben genau einen dieser vier konstanten Werte, die die Enumeration vorschreibt. Intern macht eine Enumeration aber, ist bloß ein Int-Wert. Also man könnte auch hier, also standardmäßig kriegt eben North 0, East 1, South 2, West 3. Wir könnten dieser Wert, weil er intern wie ein Int benutzt wird, allerdings auch über Casting und Zuweisung eines Int-Werts eben einen nicht validen Wert zuweisen. Das würde auch gehen. Wobei ich gerade überlege, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir hier sogar ein Switch-Statement machen. Wir switchen eben die Looking Direction und sagen eben defaultmäßig, schmeißen wir eine Exception. Das ist eine Argument Exception beispielsweise. The Rover has no valid looking direction. Also dieser Fall darf eigentlich nie auftreten. Und dann geben wir natürlich auch noch die Looking Direction an, die er hat. Welchen Wert? Damit wir das raussehen können. Ich habe hier einfach die String Format Funktion benutzt. Damit kann man eben Strings formatieren, genauso wie mit Console WriteLine. Wir haben hier eben diesen Platzhalter und letztendlich wird eben hier der Wert für diesen Looking Direction Ding, also wir könnten den vielleicht sogar noch in Int casten, damit wir sehen, was da schiefgelaufen ist. So, aber wenn der Wert richtig ist, dann sage ich eben im Falle, das ist Looking Direction, kann man hier direkt mal North eingeben? North? Ne, das kann er nicht. Schade. Looking Direction.North. Dann machen wir eben ein Quadrat
console.write mit characters.rover up und danach den Break. Oder eben, wenn looking direction gleich south ist, dann machen wir eben einen console.write mit characters.rover down und ein Break. Im Falle, dass es looking direction Punkt east ist, ich glaube, man muss diese Klammern gar nicht angeben, oder? Ja, richtig. Das ist gar nicht notwendig. Fragt mich auch, warum ich da hier gerade drauf bestehe, das zu machen. Wir machen hier natürlich den Break vorher und console write characters.rover write. Und als letztes natürlich noch looking direction.west. Machen wir console write characters.rover left. Und danach den Break. Also das ist unsere Render-Rover-Funktion. Und damit sollte diese Klasse mehr oder weniger abgeschlossen sein. Okay. Unter 100 Zeilen ist gut. Wobei hier auch noch nicht so sauber ist. Aber gut, wir sind ja auch am Rand der Applikation. Wir rendern hier raus. Wenn man sich am Applikationsrand befindet, ist es eher wahrscheinlich, dass eine Klasse größer wird, als wenn sie eben im Business-Logik umsetzt oder Core-Logik, wie sie auch meistens genannt wird. Aber unter 100 Zeilen für eine Klasse sind immer noch super. Okay. So, wir haben diesen Console-Renderer eigentlich mal geschrieben, damit wir eben hier in der Game-Loop den nutzen können. Das heißt, auch hier bauen wir einen Konstruktor, der eben ein Objekt entgegennimmt von Console-Renderer. Und auch den halten wir uns natürlich hier in einem Feld fest. Read-only, weil ich ihn nicht verändern will. Auch hier könnten wir wieder den Check machen, dass das Ding ja nicht null ist. So, und das Erste, was ich ja machen möchte, ist in dieser Game-Loop das Grid rendern. Bitteschön. Und das Zweite, was ich machen will, ist eben ein Kommando vom Nutzer entgegennehmen. Das heißt, ich würde hier jetzt noch einen Input-Manager bauen. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich nenne den mal Console-Input-Manager. Das ist ein bisschen besser. So, und der hat eben eine Methode, die gibt ein Boolean zurück. Request next action from user. Und hier geben wir erstmal false zurück. Und den schieben wir natürlich auch in eine eigene Datei. Und schauen uns nochmal die Game Loop an. Was wir hier jetzt natürlich machen wollen, ist auch ebenfalls einen Console Input Manager zu benutzen und auch dafür überprüfen wir wieder, ich mache es jetzt mal händisch, weil sie das ja auch so leider machen müssen. Also wir überprüfen, ist der null, throw new argument null exception eben mit dem Console Input Manager. Und dann bauen wir uns eben ein Feld Console Input Manager ist gleich Console Input Manager. Und dieses Feld erstellen wir uns direkt hier und machen es read only, weil wir dieses Feld nicht verändern wollen. Okay. Dann machen wir hier noch ein Boolean, should quit, den setzen wir auf false und solange dieser
should quit Boolean auf false ist, soll unsere Endlosschleife laufen. Und wir sagen ihr eben should quit ist das war der Console Input Manager request next action from user. So, was soll jetzt dieser Input Manager machen innerhalb dieser Funktion? Er soll eben den Nutzer nach einer validen Eingabe abfragen. Und wenn die Eingabe mit dem Steuern des Rover zu tun hat, dann soll er diesen Befehl gegen den Rover direkt absetzen. Aber wenn dieser Befehl beispielsweise die Escape-Taste war, dann soll er eben uns hier über einen Boolean mitteilen, Vorsicht, der Nutzer hat gesagt, er möchte das Programm beenden und genau dann springen wir eben aus dieser Schleife raus. Genau das soll passieren. Deswegen schauen wir jetzt mal in diese Funktion direkt rein. Okay, also wir müssen einen Key vom Nutzer abfragen. Diesmal werden wir aber nicht readline benutzen, so wie wir das in den sonstigen Übungen gewohnt sind, weil mit readline wird ja auch angezeigt, was der Nutzer eingegeben hat, das wollen wir eigentlich nicht, und b, bringt readline uns auch keine Cursor-Tasten, also diese Pfeiltasten auf der Tastatur zurück. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal in der MSDN einen neuen Tab, gehen wir auf msdn.microsoft.com en-os/library und schauen uns eben jetzt hier mal diese Console-Klasse an, was die denn eigentlich alles so zu bieten hat. Und vor allen Dingen alles, was mit Read zu tun hat, ist interessant. Also hier sehen wir, hier sind Read Key, Read, Reads the next character from standard, obtains the next character, a function key pressed by the user, the pressed key is displayed in the console window, also das wollen wir nicht. Aber hier obtains the next character or function key pressed in by the user, the pressed key is optionally displayed in the console window. Das ist anscheinend das Ding, was wir hier brauchen. Also das ist eine Möglichkeit, wie Sie an eine Funktion rankommen, die eine bestimmte .NET-Klasse bietet, dass man einfach in der MSDN nachschaut und sagt, okay, das ist es. Der nächste Punkt ist, Sie gehen auf Google und geben hier Ihren Text ein, beispielsweise auch auf Deutsch. C#, Console, einlesen ohne Ausgabe oder so. Wie nennt man das denn da? Ohne Zeichen? Wie kann man das denn? Findet ihr das? Ne, hier findet man es nicht. Also ich tue mich ehrlich gesagt aber auch gerade schwer, das auf Deutsch zu definieren. Ich würde auf Englisch einfach schreiben. Console read without und hier blocking, hier without echo. Das klingt am sinnvollsten. Genau, und dann wird hier auch schon auf die Read-Key-Methode gezeigt. Oder eben hier, how do I suppress keyboard being printed to console? Aber das ist hier eben, genau. Und hier hat er eben gesagt, you want console read key, true. Also das ist einfach ihr Vorgehen als Entwickler. Man kann nicht das ganze .NET-Framework auswendig kennen. Oder das ganze Java-Framework. Oder viele C++-Frameworks oder in welcher Programmiersprache man auch immer unterwegs ist. Das geht nicht. Aber man muss fähig sein, das Problem, was man hat, so in Google einzugeben, dass man relativ schnell zur Lösung kommt. Also ich habe jetzt auch nicht auswendig gewusst, dass man diese Read-Key-Methode mit True am besten benutzt. Die kann man sich hier ja nochmal anschauen. Aber wenn man eben Google, Bing, welche Suchmaschine auch immer sinnvoll einsetzt, dann kommt man relativ schnell zur Lösung. Und dann schaut man sich eben, wenn man diese Methode gefunden hat, die man einsetzen kann, an, wie diese funktioniert. Okay, sie ist static, das heißt, ich rufe sie über den Namen der Klasse auf. Hier haben wir ReadKey und hier kann ich eben im Bool angeben, determines whether to display the pressed key in the console window, true to not display the pressed key. Okay, dann nehme ich hier eben noch mit true und ich bekomme zurück eine console key info. Okay,
schaue ich mir das mal an, wie das aussieht, das Ding. Mit mittlerer Maustaste auf links drücken werden in sämtlichen Browsern, die ich kenne, ein neues Tab mit der entsprechenden Website geöffnet. Und wir sehen hier eben, describes the console key that was pressed, including the character, bla 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 bla. Und ich habe hier eben key char, okay, modifiers, die interessieren mich jetzt noch nicht so. Dann gucke ich mal hier in dieses Key rein. Und das ist eine Enum. Aha, also hier in dieser Enumeration, haben wir ja gerade kennengelernt, was das ist, sind eben alle möglichen Eingaben von der Tastatur aus aufgezeichnet. Also sogar die F-Keys, die ganzen Special Keys. Und hier haben wir auch wahrscheinlich irgendwo A bis Z, wenn ich mir mal... C, D, okay, ah, okay, E, okay. Also die sind hier alphabetisch geordnet, aber wir haben hier anscheinend diese normalen Keys auch drin. Okay, dann nutzen wir das eben und sagen, wir möchten jetzt natürlich was vom User einlesen. Also wir haben hier diese Key ein. Ohne Ausgabe. Okay, vielleicht sollte ich, wenn ich schon Englisch programmiere, auch komplett Englisch machen. Read key from console without printing. Und ich kriege hier eben eine console key info, das ist der Input, und ich sage hier eben console.readKey und gebe hier true an, damit das eben nicht auf der Konsole erscheint, was er da eingegeben hat. Okay, und dann kann ich eben sagen, hier habe ich einen Key, und wenn der gleich einem bestimmten Q ist, okay, dann machen wir das doch mal. Also, if, das lassen wir uns vielleicht übergeben, wie das ausschaut. Wir machen mal hier einen Console Manager, der hat eben ein Console Key, wie ist das so, die Information? Ja, das ist der Quit Key. Auch hier machen wir uns wieder ein Feld dazu. So. Und ich kann hier sofort sagen, wenn der Input Key gleich dem Quit Key ist, dann mache ich einen Return True, damit er eben aufhört und das Programm beendet oder die Game Loop beendet wird. Okay. Ansonsten möchte ich beispielsweise die Pfeiltasten und WSAD, wie es üblich ist, in Videospielen auf Computern mit Tastatur, dass ich damit eben den Rover steuern lassen kann. Und das möchte ich so über das Command Pattern machen. Wir könnten hier jetzt natürlich einen riesigen Switch machen. Switch, wir machen eben input.key case, wenn das eben console.key.b wäre, oder, ach nee, das geht ja gar nicht, das darf man ja gar nicht so angeben, also das ist auch blöd. Dann muss ich hier eben einen Case machen und noch einen Case drunter. console.key.arrowup, genau, so. Dann könnte ich jetzt sagen, dass der Rover hochfahren soll. Aber üblicherweise möchte man das nicht so machen, und ich zeige Ihnen gleich mal das Pattern, was dahinter steckt. Das nennt sich das Command-Pattern. Wir implementieren jetzt mehrere Commands. Und dazu baue ich mir eine abstrakte Basisklasse. Public Abstract Class Steer Rover Command. Das ist eben das Command-Pattern. Und wir machen hier einen Protected Steer Rover Command. Der kriegt eben den Rover. Mit dem kann er arbeiten. Und wir machen hier ebenfalls ein Feld Rover.
und überprüfen noch, dass es nicht null ist. If row war gleich null, throw new argument null exception für den Rover. So. Und wir erstellen uns hier eben einen Field Stub dazu. Und wir machen eben noch eine Eigenschaft dazu, mit dem ableitende Klassen auf den Rover zugreifen können. Okay. Und wir haben eine abstrakte Methode, die heißt eben Steer Rover, also den Rover steuern. Die müssen in Subklassen implementiert werden. Und was wir ebenfalls noch haben, ist eine, jetzt machen wir es gleich mal mit Collections. Naja, wohl, machen wir es mit Arrays. Zu dem Zeitpunkt der Aufgabe konnte man eigentlich noch keine Collections kennen. Das heißt, wir machen hier einen Abstract Array von Char. Ne, Console Key. Entschuldigung, Console Key haben wir ja. Console Key das nennen wir eben Supported Keys. Das muss eben jede Klasse, die von diesem Command ableitet, eben mit nutzen. Das machen wir noch read-only, damit das auch passt. So, und wir fangen jetzt eben an, hier das zum Beispiel move-forward-Command zu implementieren. Das leitet von diesem steer-rover-Command ab. Und wir brauchen natürlich einen Konstruktor, der einen Rover kriegt. Und den müssen wir an die Basisklasse oder an den Basiskonstruktor weiterleiten. Und wir brauchen eben diese SteerRover-Methode. Mit Override müssen wir die überschreiben. Und wir sagen jetzt einfach bloß Rover move forward. Und hier würden wir sagen, wenn wir noch diese Supported Keys überschreiben, dann müssen wir hier eben einen neuen Array mit Console Keys, oder wir können ja das sogar eigentlich so festlegen, ConsoleKey.w und ConsoleKey.arrowUp. UpArrow heißt's. Genau. Und wir machen das Ganze noch read-only. Ja, das wollte ich nicht. Jetzt. So. So schaut unser move-forward-Command aus. Also das ist quasi die Kombination. Wir legen hier fest, okay, über die Console-Keys W und up-arrow, also die Pfeiltaste sozusagen, wird dieses Command ausgelöst, und wenn eben dann Steer Rover aufgerufen wird, dann wird der letztendlich dieser Aufruf bloß an den Rover mit Move Forward weitergegeben. Dann machen wir natürlich noch ein Move Backward Command, also das können wir eigentlich fast hier so 1:1 mit übernehmen. Wir haben hier eben das S und den Down Arrow. Und wir machen hier eben Move Backward. Und nennen das Ganze natürlich auch Move Backward Command. Wir können sogar hier noch diese Sachen etwas entschlacken. Weil letztendlich nämlich alle diese Commands, diese Supported Keys unterstützen, machen wir das Ganze hier in der Basisklasse nicht abstrakt, sondern aus den Konstruktoren aufrufen, der
Subklassen muss eben hier dieser Array gleich mitkommen. Supported Keys. Und wir machen hier eben einen Private Set draus beispielsweise und sagen hier dann, dass die Supported Keys gleich diesem Parameter sind. Und dann müssen wir das hier bloß noch als zweiten Parameter für den Basiskonstruktor angeben und können uns das hier alles sparen. So, wo ist jetzt das Problem, was er hier hat? New. So. Jetzt hat es. Okay. Ich muss hier anscheinend diese Sache noch angeben, sonst kann das nicht auflösen. Macht ja auch Sinn. Also, wir machen hier das wieder hier unten. Und hier hatten wir eben das S und den Down Arrow und können das hier noch wegnehmen. Das war jetzt natürlich total falsch, wo ich es hingesetzt hatte. Muss natürlich hier hin. Dann können wir uns das wiederum sparen. Und wir haben dann natürlich noch ein Turn Left Command, das ebenfalls hiervon ableitet. Bauen wir uns wieder einen Konstruktor, bekommen einen Rover und leiten das an die Basisklasse weiter, den Rover und einen Console Key Punkt. Was brauchen wir da? A und Console Key Punkt Left Arrow. Und wir überschreiben diese Steer Rover Methode. Da rufen wir einfach auf dem Rover Turn Left auf. Schieben das jeweils nochmal in eigene Klassen. Entschuldigung, in eigene Dateien. So, und das letzte, was wir eben machen müssen, ist das Turn Right Command, das eben von Steer Rover Command ableitet. Und hier brauchen wir natürlich auch einen Konstruktor, der einen Rover entgegennimmt. Das ist halt immer ein bisschen blöd, weil wir diesen immer durchleiten müssen. Aber dafür gibt es jetzt leider keine Möglichkeit, dass wir das besser machen. Und hier geben wir eben Console Key Punkt Up Arrow. Ne, das ist der D, meine ich. Und Console Key Punkt Right Arrow an. Und wir überschreiben natürlich nicht Equals, das wollte ich nicht. Wir überschreiben Steer Rover und rufen eben auf dem Rover Turn Right auf. So, das sind unsere Commands, die wir jetzt haben. Dann machen wir das Ganze hier mal wieder zu. Ich zeige Ihnen gleich noch was, was angenehmer ist. Wir haben hier ja, wenn wir schon dabei sind, wir haben hier immer einen neuen Array erstellen müssen, wenn wir diese Sachen hier eben als Array der Basisklasse mitgeben wollen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar, wenn man hier das Schlüsselwort params dazu schreibt, dann können wir einfach aus der Subklasse, also beim Aufruf dieses Konstruktors letztendlich, egal wo er passiert, eben nicht das in ein Array stecken und der Basisklasse übergeben, sondern wir können hier einfach Komma getrennt Werte angeben. Das wird dann noch ein bisschen besser lesbar, und das machen wir jetzt nochmal kurz bei diesem Move Backward und Move Forward Command. Das heißt, wir müssen das gar nicht so schreiben, sondern wir können jetzt wirklich sagen, bloß Console Key W und Console Key Arrow. Also wie als wären es eigenständige Parameter, also wir hätten jetzt eigentlich drei Parameter, wenn wir das so anschauen. In der Basisklasse kommt es tatsächlich auch als Array an, diese beiden letzten.
Aber eben der Compiler sorgt dafür, dass diese Aufrufe oder diese Werte automatisch in ein Array gepackt werden und wir haben aber eine bisschen bessere Lesbarkeit. Genau, und das können wir natürlich auch noch hier machen, dass wir das wegnehmen. Und hier fehlt noch der Entfernen. Dann haben wir hier dieses Turn-Right-Command, Turn-Left-Command und hier beim Turn-Right-Command ebenso. Und schon schauen unsere Klassen schon viel besser aus. Okay. Zurück zum Left-Command, Move-Command, Steer-Command. Wir waren nämlich im Console-Input-Manager. Was wir jetzt hier möchten, ist eben einen Array bekommen von diesen Steer-Rover-Commands. Wichtig, wir greifen hier über die Basisklasse, über die Abstraktion sozusagen, auf diese Commands zu. Das sind eben die Steer-Commands. Dazu initialisiere ich mir wieder hier eben ein Feld. Auch das können wir hier read-only machen. So, und jetzt suche ich ein passendes Kommando. Also angenommen, der Nutzer drückt jetzt beispielsweise W. Dann möchte ich mir aus diesem Array eben das Kommando raussuchen, das zu diesen Input Keys passt. Und das machen wir jetzt mal mit, das ist ein Steer-Rover-Command, corresponding command ist gleich find corresponding command. Und wir geben hier natürlich vom Input den Key mit. Das ist eben eine Hilfsmethode, die wir hier haben. So, und wir laufen jetzt durch diese Steer-Commands durch und überprüfen, if Steer-Rover-Command supported keys, also hier haben wir jetzt wieder ein Array, das heißt, wir müssen hier auch nochmal durch diese steer-rover-command.supported keys durchlaufen. Dann können wir eben jetzt hier überprüfen, ist dieser Key gleich dem supported Key? Wenn das der Fall ist, dann geben wir hier eben dieses steer-rover-command zurück. Wenn wir durch diese Schleife durchgelaufen sind, durch die äußere, und wir haben keinen Key gefunden, dann geben wir null zurück. Dann haben wir eben dieses Objekt nicht finden können. Also, oder der Nutzer hat eben beispielsweise die Taste U gedrückt und dazu gibt es eben kein Command, das diese Key, das diesen Tastendruck unterstützt. Also, wir können hier jetzt überprüfen, ist dieses Ding ungleich 0 und wenn das der Fall ist, geben wir hier eben false zurück und führen diese steer-rover-Funktion auf diesem Command aus. So, schauen wir jetzt nochmal durch, was hier in dieser Funktion alles passiert. Wir lesen einmal einen Key von der Konsole ein, gucken, ist das der Quit-Key. Wenn das der Fall ist, geben wir sofort True zurück, damit die Game-Loop endet. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann suchen wir nach einem Kommando, das eben zu diesem eingegebenen Key passt. Wenn wir das finden, das heißt hier nicht Null zurückkommt, dann rufe ich Steer-Rover auf diesem Command auf und sage, nö, hat alles gepasst, bricht die Game Loop noch nicht ab. Wenn er hier aber nicht in diesen Fall reinläuft, dann heißt es, dass er irgendwas gedrückt hat, was nicht passt. Und genau deswegen mache ich hier
eben noch eine While True Schleife drumherum, damit wir dann eben diesen ganzen Codeblock nochmals wiederholen. Also quasi nochmal einen Tastendruck vom Nutzer einlesen und hoffen, dass er dann was Richtiges gedrückt hat. Aber wir würden sozusagen so lange in dieser Schleife bleiben, bis er irgendwann mal was Richtiges eingegeben hat. Also das, was wir auch sonst schon öfters gesehen haben. Und ja, solange wir nicht irgendwie in Quit Key oder Steer Rover kommen, brechen wir diese While-Schleife nicht ab. So, dann sollte auch dieser Input Manager schon fertig sein. So, die Game Loop schaut ziemlich gut aus. Dann könnten wir uns jetzt mal wirklich ranmachen, diese ganzen Klassen, die wir jetzt geschrieben haben, miteinander zu verknüpfen. Und das macht man eben, wenn das Programm startet, im sogenannten Composition Root. Wenn der Composition Root vorbei ist, dann, also was machen wir im Composition Root? Wir instanzieren alle Objekte, die wir brauchen, und injizieren sozusagen in den jeweiligen Konstruktor der Objekte die anderen Objekte, die das jeweilige Objekt braucht. Okay, das war jetzt schwierig ausgedrückt, aber wir fangen mal an. Wir brauchen sozusagen eine Game Loop. Weil auf die wollen wir nämlich hier unten, wenn wir das Programm aufrufen, eben Run aufrufen. So, also wir instanzieren die Game Loop und sehen, aha, hier brauchen wir einen Console Renderer und einen Console Input Manager. Dann baue ich die doch mal. Einen Console Renderer. So, und der braucht eben ein Grid und diese Characters. Okay, den kann ich hier aber schon mal übergeben. Und wir brauchen dann eben noch den Console.InputManager. Der braucht eben einen Quit-Key. ConsoleKey.Escape beispielsweise. Und wir brauchen hier diese Commands. Okay, also das fehlt mir quasi noch. Und man sieht schon, man kann hier jetzt sozusagen schrittweise seine Objekte ineinander stecken, wie sie sich halt eben gegenseitig referenzieren. So, dann muss ich mir irgendwie dieses Feld initialisieren. Das heißt, ich brauche hier, das ist eben das Grid. Das instanziere ich mir so. So, und hier müsste ich jetzt eigentlich mal festlegen, wie hoch soll es denn sein und wie breit soll es denn sein? Dann gucken wir uns das mal an, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, ich werde das in einer zusätzlichen Funktion machen. Weil das relativ viel Code wird und damit müssen wir nicht unseren Composition Root letztendlich vollbauen. Also, wir brauchen ein Grid. Wir geben hier am besten auch noch eine Höhe und eine Breite an, die dieses Feld haben soll. Und sagen dann eben, die Höhe ist der erste. Das haben wir ja gesagt, dass die erste Dimension letztendlich die Y-Achse darstellt und die Breite wäre eben hier die Width. Also das ist natürlich Blödsinn, was ich hier mache. Wir müssen es natürlich so schreiben und dann eine Vorschleife nutzen, in der wir jetzt eben durch die Länge des Grids durchgehen und sagen, Grid an der Stelle i ist eben jetzt ein eindimensionaler Array mit der Breite. So, und dann können wir gleich noch in einer internen Schleife durch Grid von i laufen. Punkt Length. Punkt Length habe ich hier vergessen anzugeben. Und hier würde man dann natürlich sagen, dass Grid von i von j ist eben ein neues Feld.
Und der hat eben die J und. Nee, Entschuldigung, es ist schon. I ist ja. Nee. I ist Y. Das heißt, wir brauchen jetzt erst J und dann I, genau. Also wir können es hier vielleicht auch umbenennen, damit wir es besser sehen. Das ist eben Y. Und das hier soll X sein. Dann haben wir es gleich. Man kann das auch dann besser verstehen. Okay, also was möchten wir haben? Höhe 10, Breite 16 oder so, ne? 16 zu 10 Verhältnis. Super für unsere Augen. So, dann haben wir hier unser Grid initialisiert. Und jetzt geben wir eben dieses Grid noch zurück. Dann haben wir das hier auch. Okay, dann können wir diesem Console-Renderer also unser Grid geben. Und hier neue Render-Characters. Und da geben wir noch einen Character-Provider mit rein. Direkt so. So, und was braucht er noch? Er braucht wahrscheinlich die Steer-Commands, okay. Die machen wir natürlich auch noch. Steer-Rover-Commands. Da brauchen wir natürlich ein Array. So, und die bestehen letztendlich aus einem Move-Backward-Command. Okay, jetzt brauchen wir dann den Rover. Der kriegt eben ein Grid. Eine X-Position, die könnten wir uns eigentlich mit Random geben lassen. Und eine Y-Position und eine Looking Direction. Okay. Ja, wir machen mal eine Funktion draus. Initialize Rover. So, und wenn wir diese dann geschrieben haben, können wir eben hier Rover angeben. Und hier haben wir dann eben noch das Move Forward Command mit Rover. Das Turn Left Command, dem wir auch dem Rover übergeben müssen. Und das Turn Right Command. Ebenfalls mit Rover. So, und dann können wir hier diese Steer Rover Commands mit übergeben und haben das auch aufgelöst. So, und dann müssen wir noch unseren Rover initialisieren. Also wir bauen einen neuen Rover. Dem müssen wir das Grid mitgeben. Und dann eben diese X- und Y-Position. Es ist blöd, weil wir eben nicht wissen, wie direkt von diesem zweidimensionalen Array. Also am besten wäre es gewesen, wenn wir dazu auch nochmal eine kapselnde Klasse haben, damit wir da sofort ablesen können, wie breit und wie hoch ist denn eigentlich dieses Grid, was wir haben. Das wäre noch interessant. Aber ich gebe das jetzt einfach mal als Parameter mit. Ins Maximum X und ins Maximum Y. Wir können uns dann nämlich hier wieder eine Random-Klasse erstellen. Und hier können wir uns eben festlegen. Dass wir eben Position X haben, ist eben random.next mit Maximum X, also dass wir irgendwas zwischen 0 und kleiner Maximum X haben. Und Position Y ist eben random next Maximum Y. Das müssen wir hier eben noch mit angeben. Also wir geben hier das Grid mit. Und eben 16 und 10.
So, dann können wir hier übergeben die Position X, Position Y. Und dann brauchen wir noch eine Looking Direction. Und damit man einen zufälligen Wert von einer Looking Direction bekommt, gehen wir jetzt eben hier hin. Enum get values type of looking direction. So bekommen wir alle Werte zu einer Enumeration, die eben in diesen Typen definiert sind. Wir kriegen hier eben ein Array. Das ist eine nicht typisierte Collection letztendlich. Looking Directions. So, und dann können wir eben sagen, dass die Initial Looking Direction gleich Looking Directions Get Value von Random Next Looking Directions.length ist. Und das Ganze müssen wir eben noch casten, weil das Ganze, weil der Array eben noch aus .NET 1.0 Zeiten stammt, in denen eben noch keine Generics zur Verfügung standen. Deswegen müssen wir, er arbeitet intern eben mit Object und wir müssen hier eben casten, damit wir wieder zur Looking Direction kommen. Und hier können wir eben noch die Initial Looking Direction übergeben, damit wir hier konform sind, machen wir eben Initial X Position und hier Initial Y Position, damit wir da konsistent sind in der Namenvergabe. Und dann können wir hier auch gleich den Return machen. Okay, haben wir das? Wir haben eigentlich alles eben so mal initialisiert, wie wir das wollen. Wir haben noch keine Obstacles festgelegt, das wäre noch was wir machen müssen. Und was natürlich noch fehlt, ist, dass wir beim Rover hier jetzt diese vier Methoden implementieren, weil zurzeit passiert einfach noch gar nichts, wenn die aufgerufen werden. Ist auch erstmal nicht schlimm, aber wir müssen es eben noch machen. Und wir könnten aber jetzt eigentlich mal versuchen, dass wir das Ganze schon ausführen und hoffen, dass das nicht abstürzt. Ah ja, wir haben hier quasi unser Spielfeld. Aber der Rover ist noch nicht festgelegt. Wir sehen, wir haben hier quasi diese... Ich zoome mal hin. Wir haben hier sozusagen diese Border und wir haben nur Background. Das heißt, wir haben auf unseren Feldern noch nicht festgelegt, dass der Rover da drauf steht. Und wir haben auch noch nicht festgelegt, dass... ja, Obstacles. Aber das müssen wir eben jetzt noch machen. Aber prinzipiell fährt das Ganze schon mal. Das heißt, wenn ich jetzt Escape drücke, geht auch das Kommando schon. Okay. Also, das Erste, was wir noch machen müssen, wenn wir den Rover initialisieren, können wir eben nicht gleich Return machen. Dann machen wir Rover. Ist gleich New Rover. Und was wir eben noch machen müssen, ist Grid. An der Stelle Initial Y Position und Initial X Position. Da kriegen wir jetzt das Field. Hier müssen wir den Rover mit draufsetzen, damit das bekannt ist, dass er da ist. Und dann können wir den Rover hier eben zurückgeben. So, und wenn wir jetzt unsere Applikation starten, dann sehen wir, okay, der Rover ist jetzt hier oben gelandet, wie wir sehen, und er wird jetzt auch gezeichnet, weil wir eben gesagt haben, auf diesem Feld steht der Rover. Durch diese Zuweisung hier. Wie man eben hier sehen kann. Ich habe hier eben auf das Feld zugegriffen, auf dem das, auf das der Rover eben initial gestellt wurde. Das haben wir hier uns über eine Zufallszahl geben lassen. Und hier habe ich eben gesagt, dass die Eigenschaft Rover, das ist die hier, wenn wir uns erinnern, eben direkt hier gesetzt wurde. Okay.
Dann schauen wir nochmal zur Klasse Rover direkt. Jetzt müssen wir nämlich noch diese Move Forward, Move Backward, Turn Left und Turn Right implementieren, weil sonst noch nichts passiert. Und wir fangen an mit Turn Left, weil das ist, glaube ich, relativ einfach. Wir müssen in diesem Fall eigentlich bloß die Looking Direction ändern, damit dann beim nächsten Zeichnen eben ein anderer Pfeil ausgewählt wird. Schauen wir uns das mal an. Wir machen mal eine Zusatzfunktion. Adjust Looking Direction. Int, wir übergeben hier eben bei Turn Left minus 1. Stellen wir diese Methode hier. Das ist eben die Number of Turns. So, und was wir jetzt hier machen, ist, wir haben ja gesagt, dass diese Looking Direction, wenn wir uns die anschauen, das hier ist 0, 1, 2, 3. Das heißt, wenn der gerade zum Beispiel nach Norden schaut und es würde Turn Right aufgerufen, dann heißt es ja, dass er dann letztendlich bloß bei East landet, ne? Also im Uhrzeigersinn sich dreht. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, wir interpretieren das tatsächlich als 0, machen plus 1 und sind dann eben hier bei East. Das würde wunderbar funktionieren. Problem ist halt hier hinten, wenn wir sagen, er schaut nach Westen und soll sich nach rechts drehen, dann heißt es ja, 3 plus 1 wäre 4, das wäre nicht mehr definiert. Das heißt, wir müssen diese Randfälle eben abfangen. Hier geht's zurück. Hier wollte ich eigentlich hin. So, das heißt, wir sagen eben, dass der New Looking Direction Index ist gleich. Wir interpretieren die Current Looking Direction als Int und rechnen da eben plus Number of Turns dazu. So, wenn wir jetzt quasi bei New Looking Direction Index größer als 3 sind, oder sagen wir einfach mal gleich 4, dann möchte ich eben, dass der New Looking Direction Index gleich 0 wird. Und ansonsten, wenn eben der New Looking Direction Index gleich minus 1 ist, das ist eben dann, wenn ich es nach links drehe und ich war vorher beim Norden, bei 0 sozusagen, und dass er dann minus 1 geworden ist, dann möchte ich eben, dass der New Looking Direction Index gleich 3 ist. Und dann weise ich einfach bloß Looking Direction diesen New Looking Direction Index zu. Kann er das? Nee, ich muss erst explizit casten zu Looking Direction. Warum geht's nicht? Weil das nur ein Getter hat. Das heißt, wir müssen das Ganze so ansprechen. Rover. Wieso mag er hier nicht? Das ist, glaube ich, ein Fehler bei ReSharper, oder? Dass er das hier so zeichnet. Genau, also wenn wir den Turn Right machen, dann sagen wir eben, dass wir plus 1 machen und hier bei Turn Left machen wir eben minus 1 letztendlich. So, das heißt, wenn wir das jetzt ausführen, dann können wir unseren Rover schon drehen. Und das schaut ziemlich gut aus, wie wir hier sehen. Wir können den nach links drehen
und nach rechts drehen. Das funktioniert. Okay, dann haben wir das Problem gelöst. Jetzt kommt das etwas Schwierigere. Wir müssen jetzt eben vorwärts und rückwärts fahren können. Und wir schauen dazu nochmal die Angabe an. Hier unten hieß es dann nämlich auch, wenn der Rover den Rand der Karte überfährt, soll er auf der anderen Seite wieder herauskommen. Also so wie man das bei, ich glaube bei Snake war es so oder nicht. Also ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Vielleicht war es bei manchen Snake-Spielen so, bei manchen nicht. Okay, wir müssen also anhand der Looking Direction entscheiden, was das nächste Feld ist. Ich glaube, dazu werde ich eine Move-Methode schreiben. Und die kriegt es. Ich baue mir noch eine neue. Na, jetzt aber. Eine neue Enumeration. Moving Direction. Und in denen ist eben Move Forward oder Move. Nee, Entschuldigung, es reicht eigentlich, wenn ich hier Forward und Backward angebe. So. Und das übergebe ich jetzt hier einfach, dass ich hier sage, ich möchte hier. Moving Direction Punkt Forward haben und hier Move mit Backward. Dann baue ich hier mal diese Move Methode. So. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal das Feld holen, was eigentlich sinnvoll wäre. Wie mache ich das? Also ich hole mir erstmal das Feld. Ich glaube, ich werde es erstmal so machen, dass ich sage Field, das Current Field, also auf dem Feld, auf dem ich mich gerade befinde, ist eben jetzt von unserem Grid Position Y mit X Position. So, und dann möchte ich mir das nächste Feld berechnen. Field. Next Field ist eben, da könnte ich mir eine Methode schreiben, determine next field. So, und jetzt brauchen wir wohl wieder hier ein relativ großes if-else-Statement. Also, falls die looking direction, ne, das wollte ich nicht, looking direction gleich looking direction Punkt North ist und der wenn er sich quasi vorwärts bewegen soll, das heißt, ich muss das auch noch übergeben, diese Moving Direction. Wenn die Moving Direction gleich Moving Direction Forward ist oder wenn er eben genau das Entgegengesetzte macht, wenn er eben nach Süden guckt und rückwärts fahren soll, Moving Direction Backward, wir schreiben hier einfach mal fest, dass eben die X-Position gleich X-Position ist und die Y-Position gleich Y-Position.
So, wenn das zutrifft, dann muss ich ja eigentlich bloß die X-Possession um 1 verändern. Also stellen wir uns das nochmal vor, hier direkt. Angenommen, er ist hier und schaut nach Norden und will geradeaus fahren. Dann würde sich ja die Y-Position, Entschuldigung, das war jetzt gerade ein Denkfehler von mir, um 1 verringern. Ja, also wir haben ja quasi, das ist die nullte Reihe Y, das ist die erste Reihe Y, zweite Reihe Y, die dritte Reihe Y und so weiter. Das heißt, er würde quasi von der vierten Reihe Y in die dritte Reihe kommen, aber ansonsten seine X-Position, also die hier horizontal gesehen, die bleibt ja natürlich gleich in diesem Fall. Das heißt, ich müsste hier einfach bloß sagen, dass Y-Position gleich eigentlich müsste es bloß verringern. Genau. Ansonsten, falls Looking Direction eben gleich Looking Direction Punkt South und Moving Direction Moving Direction Forward oder eben Looking Direction gleich Looking Direction Punkt North und Moving Direction Moving Direction Punkt Backward ist, dann soll er eben die Y-Position erhöhen. Ansonsten, wenn die Looking Direction gleich Left ist, Entschuldigung, fangen wir mit East an, wenn sie so kommt, und Moving Direction gleich Forward, oder wenn die Looking Direction gleich Looking Direction Punkt West und Moving Direction gleich Backward ist. So, jetzt nochmal nachdenken. Wenn er nach Osten schaut und vorwärts fährt, dann muss sich X um 1 erhöhen. Ja, weil das hier eben die nullte Reihe X ist, also ich kann es leider nicht so markieren, wie ich es möchte, das wäre nullte Reihe X, erste, zweite, dritte und so weiter, also wir werden gehen immer weiter von diesem Ursprungspunkt hier oben weg, das hier ist eigentlich 0, 0 sozusagen, oder naja, um genau zu sein, ist das hier 0, 0. Dann müssen wir jetzt eben sagen, X Position plus plus und ansonsten als letzte Möglichkeit, die noch übrig bleibt, muss ich eben X-Position minus minus machen. So, jetzt kann es aber sein, dass dieses Teil am Rand war. Das heißt, wenn ich sozusagen hier oben bin und hier noch einen Move Forward machen möchte, dann lande ich natürlich nicht hier, also hier stehe ich in 0, dann lande ich nicht in minus 1, sondern letztendlich wieder hier unten. Das heißt, ich müsste mir sozusagen die Länge holen. Das heißt, eine letzte Abfrage. If Y Position gleich minus 1, dann muss ich eben Y-Position gleich Grid.Length machen. Minus 1. Ansonsten eben if Y-Position gleich Grid.Length minus 1. Ne, Entschuldigung, wenn es eben schon so ist, wenn er quasi schon über diesen Punkt hinaus wäre, muss ich den Wert ebenfalls anpassen und dann eben sagen,
einfach bloß 0. Ja, also das wäre der untere Abzweig wäre eben hier, wenn ich da ankommen würde, dann setze ich ihn wieder auf die 0. Und wenn ich das if davor war, eben wenn ich hier oben bei minus 1 landen würde, setze ich ihn eben hier unten hin. Und genau das gleiche muss ich auch bei x machen. If x possession gleich minus 1, dann Vorsicht, muss ich mir natürlich jetzt so einen internen Array holen, also quasi einen von diesen hier und dessen Länge nehmen. X possession ist gleich underscore grid Punkt, nee, grid von 0 eben, Punkt length minus 1 else if x position gleich grid von 0 Punkt length, dann müssen wir eben x position gleich 0 zuweisen. So, und wenn wir das jetzt endlich geschafft haben, dann können wir tatsächlich mal hier y-position und x-position zurückgeben. Ach ne, jetzt habe ich es natürlich falsch geschrieben. Das muss natürlich so aussehen. Und damit man das noch besser lesen kann, kann man eben sagen, hier new x-position und new y-position. So, diese Methode, das war jetzt nicht so cool, was ich hier gemacht habe. Position jetzt. So, diese Methode ist jetzt schon eigentlich relativ eklig zu lesen, wenn man die hier sieht. Die ist auch nicht wirklich sauber. Wir könnten hier tatsächlich wieder irgendwie ein ähnliches Pattern wie das Command-Pattern anschauen, dass wir eben verschiedene Methoden haben, die eben nur jeweils einen dieser Parameter manipulieren anhand eines bestimmten Kriteriums, das wir ja eben aussuchen können. Kann man machen, ich mache es jetzt mal nicht, damit man auch sieht, dass man nicht immer guten Code schreibt. Ich meine, es gibt viel, viel schlimmere Methoden. Die hier ist jetzt von Zeile 49 bis 78, also das sind 30 Zeilen. Das ist noch okay, da braucht man halt nicht eine Minute, bis man es kapiert hat, sondern vielleicht mal 6, wenn man das liest. Aber es ist noch okay. Richtig sauber ist es aber meines Erachtens nicht. Deswegen mache ich noch hier eben determine the change in x or y position according to the moving direction. Also ich könnte hier sogar noch dann sagen and looking direction. Also hier wird die tatsächliche Änderung berechnet in diesen Anweisungen. Und hier unten mache ich eben adjust x or y position if it would be out of the field. So kann man eben anhand der Kommentare lesen, ob's was hier eben dieser jeweilige Codeabschnitt macht. Und wenn man es ganz genau machen wollte, müssen wir eben return the field oder the next field the rover will stand on. Ja, und wenn jetzt ein anderer Programmierer kommt und sich diese Methode anschaut, dann sieht er eben sofort, ah, okay, so läuft sie ab. Sie ist nicht sauber, man könnte weitere objektorientierte Patterns hier einsetzen, um das eben zu setzen. Also große If-Else-Konstrukte vermeiden, so wie ich es hier gemacht habe. Aber wir lassen es jetzt einfach mal so drin, damit wir auch langsam mal zum Ende kommen. So, und wenn wir dieses Next Field haben, dann sagen wir eben hier Current Field. Punkt Rover ist gleich Null. Achso, und diese X-Position brauchen wir natürlich auch noch eigentlich hier unten. Also wir müssen ja dann auch zuweisen, dass
Also das ist eigentlich nicht sauber. Das ist überhaupt nicht sauber. Ich würde hier sagen, wir machen hier noch ein Out-Parameter. Out new x. New x position. Das hilft nichts. Out new y position. Dann machen wir das so. Also hier sollte ich natürlich noch int angeben. Int new x position. New Y position. So, die gebe ich hier eben mit an. New X position, out new Y position. Weil ich das natürlich dann auch noch hier in meinen Feldern letztendlich festsetzen muss. Ich werde es noch ein bisschen anders machen, weil das nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Wir manipulieren hier einfach nicht Variablen, sondern wir manipulieren hier eben direkt diese Felder. Dann brauchen wir auch das hier nicht mehr. Das ist sauberer. My position. Und dann sollten wir aber diese Methode etwas anders nennen. Nicht bloß determine next field, sondern eben, obwohl ich bin eigentlich so ein Trottel. Da steht ja drin in dem Feld auch, an welcher Stelle es ist. Also wieder alles zurück. Sorry, das war gerade ein Denkfehler von mir. Out-Parameter noch weg. So, haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Das war natürlich totaler Blödsinn, was ich hier an Denkfehlern hatte. Wir müssen natürlich sagen, dass die X-Position gleich next field oder next field Punkt X-Position ist und die Y-Position ist gleich next field Punkt Y-Position. So. Und als letztes machen wir eben noch next over ist gleich this. Okay. Das heißt, was ist hier passiert? Wir haben hier dieses Feld berechnet. Bitte missachten Sie diesen kleinen Ausflug, den ich gerade gemacht habe bezüglich der Out-Parameter, die brauche ich natürlich nicht. Ich habe hier über Variablen mir einfach die neue X-Position ausgerechnet, das Feld dazu zurückgegeben. Und ich habe ja vorhin im Feld extra noch festgelegt, an welcher Stelle das gerade liegt. Und hier aktualisiere ich dann eben über diese Feldposition die Sache neu.
Und hier geht es dann sozusagen weiter. Das ist das Wichtigste. Machen wir vielleicht mal hier unten hin, dass wir eben vom Feld, auf dem wir gerade sind, den Rover auf Null setzen, damit dort eben wieder der Background gezeichnet wird. Und im neuen Feld setzen wir uns hin mit der This-Referenz. Und so könnte das eigentlich funktionieren. Jetzt hören wir nochmal hier. Wir machen Move Forward, Backward. Okay. Und dann probieren wir das Ganze mal aus mit F5. Und ich zoome auch mal hin. Und wenn wir jetzt eben unseren Rover bewegen, dann sehen wir, dass wir jeweils das Feld aktualisiert bekommen. Und wenn wir über den Rand hinausschießen, dann geht es eben auf der anderen Seite weiter, genauso hier oben. Wir können auch rückwärts fahren, wenn wir möchten. Und so weiter. Gut, dann haben wir das implementiert. So, das Letzte, was wir noch brauchen, sind sogenannte Obstacles. Und die initialisiere ich mir einfach hier gleich mit im Grid. Ich mache das jetzt über eine Liste, da es einfach viel, viel einfacher ist darüber. Also ich mache mir eine List of Field, die einfach All Fields nennt. Da stecke ich einfach alle Objekte rein, die ich hier erstellt habe. Also ich baue hier eben ein Fields, New Field ist New Field mit eben X und Y. Und setze hier eben dieses New Field rein. Und gleichzeitig füge ich es auch in dieser Collection hinzu. Das ist quasi, hier nenne ich das mal Possible Obstacles, Obstacle Fields. So. Das hier ist eben Initialize the Grid. Und hier unten würde ich noch sagen, place obstacles on that grid. Auch hier brauche ich wieder einen Random Generator. Und ich mache mir jetzt einfach eine Anzahl an Obstacles. Number of Obstacles ist gleich random.next. Machen wir mal zwischen 5 und 10, die wir eben haben möchten. Das sollte ein Komma sein. Und jetzt laufen wir eben in einer Vorschleife so oft genau mal dadurch und sagen eben, dass eben Field. Oder machen wir es so. Index of next obstacle ist gleich possible random.next mit possible obstacles.count. Also ich kriege jetzt irgendeine Zahl von diesem Random-Generator, die eben von 0 bis ausgeschlossen Count geht, also irgendwie im Bereich dieser Liste ist. Dann sage ich eben, dieses Field ist dann eben dieses Next Obstacle ist gleich Possible Obstacles an der Stelle Index of Next Obstacle. So, Next Obstacle, da setze ich natürlich Punkt Is Obstacle auf True. Nicht auf Treu, sondern auf True. Und wenn das fertig ist, dann mache ich ein Remove Add an eben dieser Stelle. Und dadurch verringert sich natürlich der Count. Was habe ich dadurch gewonnen? Ich habe nicht zufällig eben dasselbe Obstacle mit rausgesucht aus dieser Collection. Da ich hier quasi in dieser For Loop das öfters mache, kann es ja sein, dass ich zufälligerweise dieselbe Zufallszahl erhalte und dann mir ein Field hole, das schon ein Obstacle ist bei einem späteren Durchlauf. Das möchte ich natürlich vermeiden. Und da ich eben, sobald ich ein Feld als Obstacle gekennzeichnet habe, das aus dieser Collection entferne, sind in dieser Possible Obstacle Fields Collection eben genau bloß Field-Objekte drin, die noch nicht Obstacles sind.
Genau, das ist der Punkt, warum ich das so gemacht habe. So, und dann muss ich natürlich sagen, im Rover auch, wenn er hier den Move macht, hier muss ich vorher erstmal überprüfen, ob dieses neue Feld, ist das ein Obstacle, weil ich darf ja da nicht drauf fahren. Wenn es eins ist, dann muss ich eben sofort den Return machen und aufhören, dass ich mich hier versetze. Das darf ich nicht machen. Und deswegen war es auch ganz gut, dass ich hier eben nicht schon diese X- und Y-Position aktualisiert hätte, weil sonst hätte ich hier eben ein Problem gehabt mit dieser Nebenwirkung, wenn ich hier direkt in die Felder geschrieben habe. Also das sollten Sie, wenn möglich, vermeiden. Immer, wenn es geht, eben bloß lesend auf das eigene Objekt zugreifen, wenn Sie noch auf dem Weg sind, etwas zu berechnen, aber das innerhalb einer Methode nicht abschließen. Okay, dann schauen wir uns das jetzt nochmal komplett an. Okay, hier habe ich jetzt noch einen Fehler drin. Oi, oi, oi. Warum? Ich habe hier 11 Obstacles. Das kann eigentlich nur im Renderer meines Erachtens sein. Was passiert hier? Render Field. Ja, hier haben wir das Problem. Hier fehlt der Return. Ja, also immer wenn ich auf dem Obstacle getroffen bin, habe ich eben hier das Obstacle gerendert und danach noch einen Background eingefügt. Und das ist natürlich falsch. So, jetzt passt's. Hier sehen wir jetzt unsere Obstacles mit dabei. Und wir können hier eben jetzt manövrieren, aber wir können nicht auf dieses Feld drauf fahren, wie wir sehen. Das macht er nicht. Aber wir können uns eben hier durchmanövrieren, wenn wir möchten. Okay. Nachdem wir das jetzt alles implementiert haben, schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie das Programm ausschaut beim Programmstart. Machen wir es ein bisschen kleiner. So, und wir debuggen jetzt mal direkt durch. Wir haben hier eben jetzt den Composition Root, wo wir alle Objekte erstellen, die wir brauchen. Wir initialisieren hier dieses Grid, können wir auch nochmal kurz reinschauen. Wir legen hier eben den Array, für den zweidimensionalen Array für dieses Dingens an, für das Grid, und initialisieren das hier und laufen da jetzt eben durch und erstellen alle Felder. So, dann mache ich hier eben noch die Obstacles mit rein. Gucken, wie viele es sind. Hoffentlich nicht so viele. Wahrscheinlich haben wir jetzt genau 11 erwischt oder so. Nee, okay, hier sind wir draußen. Dann initialisiere ich mir den Rover. Auch hier benutze ich wieder einen Random Generator. Eben für die initiale X- und Y-Position sowie die Blickrichtung, die er initial hat. Das passiert hier. Dann erstelle ich mir den Rover, weise hier bloß diese Sachen zu und setze eben an das Feld anstelle Y und X den Rover drauf. Das passiert mit dieser Zuweisung. Und warum mag ich jetzt nicht weitermachen? Okay. Dann erstellen wir eben unsere Steuercommands und statten dann den Console-Renderer hier noch nicht mit Ihnen aus, aber wir kriegen hier eben einen Character-Provider, der eben diese Encodings alle durchmacht und sich dann diese Page 437, wo eben die Characters drauf sind, die wir benutzen können, holt. Und dann haben wir eben hier diesen Render-Character, der sich eben die entsprechenden bloß rauszieht. Und damit haben wir den Console-Renderer. Da habe ich jetzt den Konstruktor übersprungen, leider. Aber ist auch nicht so wild. Damit starten wir den aus. Hier machen wir eigentlich auch nichts anderes als diesen Quit-Key und die Steuerkommandos, die wir vorher erstellt haben, einsetzen. Und hier kommt dann letztendlich unsere Game-Loop, die eben auf den Console-Renderer und den Console-Input-Manager braucht, um zu funktionieren. Und dann rufen wir einfach auf diese Game-Loop-Run auf. So, und jetzt sind wir schon in dieser Schleife drin. Hier rufen wir jetzt Render Grid auf. Das heißt, hier wird die Konsole zum ersten Mal gelöscht. Wir bauen jetzt die
horizontale, ja, sieht man hier, die erste Reihe der Border auf und machen jetzt eine linken Stern und jetzt rendern wir eben sämtliche Felder, die hier drin sind, bis wir irgendwann zur rechten Border kommen. Dann haben wir eben hier diese ganze Reihe gerendert. Jetzt kommt der rechte Begrenzer und wir springen jetzt in die neue Reihe und unsere For-Each-Schleife startet von vorne und so weiter, bis wir irgendwann mal hier unten angekommen sind. Dann haben wir eben das ganze Feld gerendert und jetzt fehlt eben noch die unterste Reihe. Und jetzt sind wir eben mit dem Rendern fertig und wir sehen, hier haben wir jetzt das Ding dargestellt. Ja, jetzt kommt hier Request Next Action from User. Entschuldigung. Wir sind hier ebenfalls in einer unendlichen Schleife, bis er eben mal was Richtiges eingegeben hat. Wir lesen jetzt hier einen Key. Ich drücke jetzt einfach mal W für vorwärts. Und wir sehen, es ist nicht der Quit-Key, deswegen gehen wir hier drüber. Wir suchen jetzt eben ein Kommando raus, was zu diesem W passt. Und wir finden natürlich das Move-Forward-Command. Das sehen wir hier auch, dass es hier gefunden wurde. Wenn wir uns diesen Tooltip anschauen, das ist eben hier dieses Move-Forward-Command. So. Und deswegen gehen wir in diesen If-Block rein, rufen hier Steer Rover auf und das ist eben bloß eine Weiterleitung an Move Forward. So, das heißt, wir rufen beim Rover jetzt Move auf mit Moving Direction Forward und holen uns eben das aktuelle Feld, auf dem wir stehen, dann das nächste Feld, auf dem wir stehen. Das heißt, wir manipulieren hier X und Y, in diesem Fall nur X, meines Erachtens, wenn ich mich recht erinnere. Genau, wir fahren ja eins nach links und wir müssen auch kein Adjustment machen, dass wir quasi am Rand sind. Deswegen gehen wir in keinen dieser Blöcke rein und geben jetzt eben dieses neue Feld zurück. Das nächste Feld ist eben kein Hindernis, auf das wir nicht fahren können. Und wir haben hier eben jetzt die X-Position aktualisiert, die Y-Position, die hat sich ja eh nicht verändert. Und hier auf dem Rover, auf dem alten Feld setzen wir den Rover 0, hier sitzen wir ja eigentlich noch drauf. Und auf dem neuen Feld setzen wir uns mit der This-Referenz drauf. Dann haben wir diese Aktualisierung gemacht, springen hier wieder raus. Wir returnen false für die Game Loop, sind dann wieder hier. Und diese Game Loop startet von vorne. Wir rendern das Grid jetzt neu, das heißt, es ist noch hier im alten Zustand, aber wir machen jetzt den Clear, das heißt, ab hier ist eben die Konsole wieder komplett leer und wir bauen das nach dem gleichen Prinzip wie vorher auf. Das ist also nichts Besonderes, wir können auch wieder bis hier unten gehen, aber wir sehen uns jetzt eben, dass wir uns, wenn ich auch den unteren Rand mitgerendert habe, dass wir uns eben jetzt hier eins weiter bewegt haben. Wir waren vorher an dieser Stelle und sind jetzt eben eins weiter links. Und dann geht das Ganze eben so weiter. Und letztendlich sind aber diese Sachen so schnell, dass wir hier eben als Nutzer, als wirklich Nutzer, nicht Programmierer, der jetzt hier vor diesem überhaupt nicht interessanten Spiel sitzt, eben vorkommt, als würden diese Codezeilen, die wir da geschrieben haben, eben fast keine Rechenzeit verbrauchen. Und das tun sie letztendlich auch nicht. Was noch blöd ist, ist, dass wir manchmal dieses Flackern haben, wie man manchmal hier sieht, ab und zu. Das liegt eben daran, dass wir immer komplett die Konsole leer machen und eben neu rendern. Also hier, wenn ich nochmal hinzoome, sieht man es eben deutlicher, dass es ab und zu flackert. Das könnten wir auch noch ändern, indem wir eben den Console-Renderer so anpassen, dass er sich eben den
Zustand des Feldes vorher merkt und den jetzigen Zustand und dann wirklich bloß diese beiden Stellen, die sich ändern. Es ist ja immer bloß zwei Stellen, nämlich wenn der, es kann auch teilweise bloß eine sein, fällt mir gerade auf. Also wenn der Rover fährt, dann ändern sich praktisch bloß die beiden Stellen, ne? Also das müsste effektiv eigentlich neu gezeichnet werden. Der Rest ist gleich. Wenn ich hier jetzt vorwärts drücke, muss halt hier der Background hin und hier der Rover hin und dann hätten wir wahrscheinlich auch dieses Flacker-Problem gelöst. Wenn wir uns drehen, müssen wir sogar bloß diese eine Stelle an der Konsole anpassen. Das geht auch, werde ich jetzt aber in diesem Video nicht mehr zeigen, weil es eh schon relativ weit fortgeschritten ist. Und wenn Sie möchten, können Sie natürlich auch gucken, dass Sie diese Anpassung selber machen. Sie könnten dann auch eigentlich eine neue Klasse für den Console-Renderer letztendlich bauen, weil der ja ein anderes Vorgehen hat in dieser Render-Grid-Methode. Aber das bleibt dann letztendlich Ihnen überlassen. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist jetzt mal ein komplexeres Beispiel gewesen. Diese Rover-Aufgabe hat ja auch einige Zeit gedauert, bis ich das letztendlich selbst implementiert habe. Man hat gesehen, auch ich bin nicht vor Fehlern gefeilt. Man muss halt einfach aufpassen, wie man programmiert. Das kann ich auch noch mal kurz anmerken. Wenn man dann noch größere Projekte, also das ist eh noch relativ klein, eben baut, dann bietet es sich an, dass man eben nicht bloß die Applikation laufen lässt, so wie hier, um dann zu überprüfen, hat das, was ich eigentlich programmiert habe, auch funktioniert. Sondern was man eben machen würde, ist sogenanntes Unit-Testing. Da versucht man eben eine einzelne Klasse, deren Funktionalität zu verifizieren. Oder Integrationstests sind dann eben, dass man teilweise einige Klassen instanziert und diese im Verbund ausführt. Aber man macht es eben immer deutlich kleiner, als wie hier eben die komplette Applikation auf einmal zu testen. Es geht bei dieser Größe natürlich noch, aber wir haben auch gesehen, ich hatte teilweise Fehler drin. Und wenn man die nicht sofort entdeckt, dann wird es halt kritisch. Okay, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis bald!